Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Tutorial der neuen Videofunktion in der LinkedIn-App. In dem Fall auf Android, gibt es aber auch in der iOS-Version. Bedingung ist, dass Sie von LinkedIn dazu eingeladen werden, diese Funktion auszuprobieren. Das heißt, noch ist sie nicht für alle Nutzer und Mitglieder freigeschaltet, sondern eben nur auf Einladung. Bei Stefanie Kowalski ist das hier schon der Fall. Sie sehen die normale LinkedIn-App auf Android. Wenn Sie hier rechts unten auf das Symbol gehen, in dem Sie einen normalen Beitrag erstellen, sehen Sie zusätzlich zum normalen Icons eben auch das Video-Icon. Und wenn wir hier einmal drauf gehen, sehen Sie, dass die Wahl habe, aus der Galerie ein Video auszuwählen oder eben alles aufzuzeichnen. Wenn wir das auswählen, öffnet sich die Kamera-App. Hier kann ich jetzt aufnehmen. Ich könnte auch die Kamera drehen, sodass ich die Frontkamera nutze und ich könnte hier einige Effekte über das Bild legen. Sehr einfach gehalten, nicht groß mit Schnickschnack versehen oder ähnliches. Schlicht und ergreifend nur eine Videoaufnahmefunktion. Wo die Dauer der Videoaufnahmen limitiert ist aktuell noch nicht ganz klar. LinkedIn selber sagt dazu nichts. In unserem Test lief die Aufnahme deutlich weiter als 30 Sekunden. Es könnte gut sein, dass hier auch mehrere Minuten möglich sind, doch das ist eben noch nicht klar. Details dazu gibt es in den nächsten Tagen. Das war ein erster kurzer Blick auf die LinkedIn-Funktion, die Sie, wie bereits erwähnt, erst nach Einladung erhalten. Herzlichen Dank.